Bin breit. Und los. Los. Klick, klick. Klick, klick, knack. Meine Basis! Meine Basis wird angegriffen! Oh nein! Ich habe mich mit meinen letzten Leuten im Kommandozentrum verschanzt. Aber die Türen halten nicht mehr lange. Was für eine Schande. Gegen wen kämpft ihr? Gegen wen kämpft ihr? Beruhigt euch. Und los. Wer ist für den Angriff verantwortlich? Ich weiß es nicht. Ja. Wir wurden nicht gewarnt. Ah! Ah! Im Kommandozentrum. Ich habe nie so viel Macht gesehen. Oh nein. Oh nein. Okay. Oh, neue Hose. Hosen. Schlechte ist aber egal. Blaue Hosen, die blauen Hosen. Die blauen Hosen. Die imperiale Nachhut will sich mir in den Weg stellen. Inakzeptabel. Schon besser. Was? Keine Überlebenden. Yeet. Jo. Bye. Alles Quark. Klar, Quinn regelt alleine. Alles Quark. Warum geht da auf Quinn los? Hier, Quinn, ich hab was für dich. Hey, da heißt es, auf beiden Flanken gibt es wieder Überlebende. Ja. Alles klar. Nicht akzeptabel. Ein besserer Gürtel, richtig? Richtig, leg an. Verzeihung? Nur mal so eine Frage. Seid ihr dumm? Weißt du, da steht ein Sith Lord neben euch und ihr greift Quinn an. Wir haben die größere Bedrohung auf jeden Fall erkannt. Es ist die nicht mal, es ist ihm nicht mal zu verübeln, weißt du? Alles klar, er steht hinter mir und schreit fürs Imperium und knallt Leute ab. Herr Eisen! Herr Bermo! Kein Überlebenden. Wackel, 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 wackel. So, hast du Loot für mich? Ah, okay. Gut, okay. Tetris sagt, wir müssen erstmal wieder hoch zum Sondereinsatzzentrum. Ist in unserem unteren Gebiet hier das oberste. Ja, imperiales Sondereinsatzzentrum. Jarvus! Hässlicher! Ich werde dir in die Fresse hauen. Ich kacke dir auf deine Tafel einen großen Haufen. Ja, Luf? Du bist so ein fauler Sack. Gesprächsbeginn. Ich habe, worum ich gebeten wurde. Lasst mich mal. Ja, ja. Das ist alles, was sie angeboten ja, haben. Ja, ja. Ich kann nicht verstehen, wie dieser Abschaum die in die Hände kriegen konnte. Wir haben gerade seine Playboy-Sammlung gekauft. Geklaut, ich weiß nicht, was. Sie werden zufrieden sein, wenn sie sehen, was ich für sie habe. Natürlich brauche ich einen Verwendungszweck für die zusätzlichen Credits und ihr habt die Heldentat des Tages vollbracht. Wir sind ein Verwendungszweck für deine Credits. Das Geld. So. Colvin! Du alter Kolben! Ach ja, stimmt, der will ja auch mit uns reden. Geschmeidige 45.000 EP-Punkte. Ey! Und los! Wir haben uns um die Reaktoren gekümmert, General. Die Verteidigung von Revans Komplex ist jetzt wirkungslos. Großartig. Nach all diesen Jahren erfahren wir endlich, welche Geheimnisse Revan hinterlassen hat. Da ihr es ermöglicht habt, dann mag ich es nur fair, dass ihr Revans Komplex zuerst erforschen dürft. Findet heraus, okay, was mit alles den fremdartigen Sklaven geschehen ist, bergt Revans geheimnisvolle Fracht und kehrt mit euren Entdeckungen zurück. Ihr kommt nicht mit. Ich tue alles, um hier wegzukommen. Da die Reaktoren deaktiviert sind. Ich bin jetzt dagegen, ich weiß nicht warum. Vorher. Viel Glück. Oh, neuer Gürtel. Drei Gürtel, die... Alle schlechter sind. Ja. Läuft. Ich hab die Auswahl zwischen 3 und 1. Mit uns legt sich besser niemand an. Nein, ich hatte 3 zur Auswahl, aber ich durfte nur einen auswählen und alle 3, die ich zur Auswahl hatte, waren scheiße. Ja, es hatte aber nur einen, den es auswählen hätte können. Wo ist Revanskomplex? Ah, da ist Revanskomplex. Dann gehen wir da noch mal hin, bevor wir unsere Freunde retten. War der Zeit.
Was macht Jarvis jetzt plötzlich hier? Der Raumfaltungsjunge. Go Power Rangers. Wie kommst du jetzt auf Power Rangers? Ich weiß es nicht. Verlassene Fabrik. Ah, ich sehe Luv, oder? Ist das Luv? Nein, das ist nicht Luv. Ich bin schon den Aufzug runter. Wartet auf mich. Ei, ei. Aufzug, Flieg und Sieg. Da gehen wir sehen, wie Baum der Korruption aussieht. Eine dunkle Seite Korruption, meinst du? Ja. Weil bei dir so, bei so viel Scheiße wieder macht. Besser 15 Druiden ermorden, alles klar. Bonusquest, Bonusquest. Jeder mag eine Bonusquest. Daumen! Ah ne, warte mal, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen darunter, okay, darunter. Also einfach alles töten, was unterwegs ist. Hey. Matt möchte mit mir sprechen. Wer will mit dir sprechen? Matt möchte mit mir sprechen. Bei der nächsten Gelegenheit gibt es uns immer wieder Gefährtengespräche für uns alle. Das können wir dann machen, wenn wir wieder auf dem Schiff sind. Genau, das ist, was ich meinte. Was? Mal? Bei der nächsten Gelegenheit auf dem Schiff können wir mit den Gefährten sprechen. Oh, nice. Darunter müssen wir. Wie viele müssen wir noch töten? Sechs. Sechs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Easy, passt. Hey, Freunde! Hey, Freunde da oben! Oh, ich darf noch nicht hochspringen. Da komme ich halt drauf zu euch. Hi! Guck mal, Strom! Darauf steht ihr doch, hä? Ja. Ich finde die erste Aufzeichnung. Die Aufzeichnungen sind aber da drin im Komplex. Ignoriert uns! Ich tue einfach so, als ob er mich ignorieren würde. Ah! Nur warte, Bermes. Kann ich rein, weil... Fang! Arschloch-Druide. Aua! Der schlägt dich aus meinem Flug raus! Was ein Arschloch-Druide. Ja, der gibt dir mal knallhart eine mit. Oh ja, wir dürfen. Oh. Oh. Türme! Hey. Gegenschwingen. Ins Gesicht rülpsen. Geil. Oh. Er ist umgefallen. Er ist umgefallen. Die da hinten fallen jetzt auch um. Ich glaube auch. Au, hörst du mich aus der Luft zu prügeln, du dreckiges Miststück. Weiß denn, du hast Miststück und dreckig in einem Wort gesagt. Was? Touch. Was? Anfassen! Geben wir uns erst eine Aufzeichnung. Ja, geil. Unonam Nenga. Das Revan war hier. So. Was? Kinamabam. Yagmanala. Meraka gemiam angam nemno. Namgam bak una kijak. Memgam gangi, nina gegwan. Am nerna hanak. Kamperem ganyam bajiyang. Mani kekum bukam. Ah. Ich habe so ein Perpetuum mobile gebaut, verstehe. Ein Gourmet-Rationspaket. Währenddessen im Hintergrund. Schlammende Druiden. Gesicht, Junge.
Sich hochheben? Ja. Ciao. Fang! Fang noch mal! Das hat sich ein Schild aufgesetzt, das Wichser. Das nächste Aufzeichnungsteil ist hier. Ja, hier müssen wir uns jetzt sowieso alles töten. Das stimmt, ist ja unsere Instanz. Aber wir können es ja in der wunderbaren, in der richtigen Reihenfolge machen. Aua. Bang. Schon besser. Oi. Naja, na, Rankam. Kala Ama, Mami, Mami. Lebig Bak. So, so. Naja, Nugam. El Genim Naja, Lak Una Mege. Mem Amgab Kugam. Kramanik. Umkal Kiga Mayamak. Nakag Agib Kik Benabab. Nea Agam Berakaki. Ah. Kam Inu Nebuk. Naja, Naja, Miraka. Mhm. Ja. Raka Karam Kara. Ninja Mak Ora Mag. Warum war da keine Pause? Weil er jetzt eine Pause macht. Achso, er ist fertig. Ja. Ja, aber nach dem Satz war eine Pause eigentlich nötig. Warte mal kurz. Droide. Au. Du Arschdroide. Hey, hey, hey. Wetten das Teil auseinander. Wett kann plündern. Toll. Gute Arbeit, Wett. Ich hab bekommen. Wie toll. Mein Inventar ist fast voll. Scheiße. Da fällt so ein riesen Arschloch-Druide auf. So muss das aber. Vergiss das ganz schnell, mein Freund, mit deinem komischen Schild. So, warte mal, hier versteckt sich noch einer. Komm her! Ach, da hinten sind auch noch welche! Ja klar, es gibt ganz viele Überlebende überall. Na, es sind Druiden, also... Überlebende ist so... Ein relativer Begriff. Ja. Lebende, dann aktive, funktionierende. Feindliche. Unbefriedete. Nein. Ich sagte nicht befriedigt, ich sagte befriedet. Okay. Ein kulturloses Miststück. Sorry, nee, ich habe über das Sterben von den Druiden nicht gehört. Was leider ist ein Problem hier in dem Spiel, ist denn egal wie leise es dreht. Über die Befriedung der Druiden. Ja. Wir haben sie befriedet. Okay. Wir haben jetzt Frieden gefunden. So. Warte mal, jetzt müssen wir hier erst nach links. Da hinten ist nämlich das. Genau. Ding. Bevor wir dem. Druiden! Weißt du, wir müssen total entspannt da hinten und da, da hinten sind sie! Aber anscheinend machen die irgendwelche komischen Sachen mit dieser Maschine. Ja, ich bin mal gespannt, was die Würfel gleich entscheiden. Hey, Arschloch-Druide! Fang! Nee, 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 nee. Hab ich auf... Was ist denn das drin? So. Und so. Wett, nimm das mal auseinander. Viel Spaß.
Stimmt, du hast ja dieses Mal die krasse. Die krasse was? Du kannst alles und jeden zerlegen. Jo, werd's nimmer auseinander. Ben! I guess. Bi Ambun, Jirabi Nikapula Kemgam, Nayana Rankam, Kala Ama Nani Mami, Lebig Bak. Kala Jiwa Nimok. Pemgam Nyama Naya Aikam. So. Okay. Zukagi ne Panino. Hankam Bina Bena. Hirnaussetzer und weiter geht's. Kam Perem Ganyam Bajiyam. Manik Hikum Bukam. Kamane Mega Nagaka. Manelak Lakri Nabi Nekka. Manelak Lakriki. Ist gut, Stirnmund. Auf der anderen Seite des Flügels müsste aber auch noch wieder was leben. Was unbefriedet sein. Ja, wir gehen jetzt einfach mal rüber und sagen: Ja, guck mal, da hinten stehen sie auch schon. Ey, Bumsbacken, kommt her. Fangzange, fang! Aua. Ich krieg direkt wieder die Schelle. Ja. Manchmal frage ich mich, womit ich das verdient habe. Gleich geht's besser. Also das bist einfach du. Irgendwie macht mich immer auch der Umstand von Lufs Mode gerade ein bisschen fertig. Wieso hat das solche Kleidung? Weil sie existiert. Ja, was hast du denn für... Sie trägt im Endeffekt nicht mehr, Bermo, als irgendwie so ein Küchenapron. Und das wird als Star Wars Fan betrachtet. Trägt eine Hose. Neven, du musst im Kartellmarkt sieht man die männliche Version nur davon. Also was, es hat erst, also es dachte mir so, ja, die werden das alles irgendwie so ein bisschen ändern. Man sieht, dass das Unterwäsche da drunter oder sowas. Aber nein, nein. Wett mal, nicht. Hey, wetten das mal auseinander. Da kann sie nicht, weil gerade. Der lebt noch. Ich dachte, ja. Das wäre wie Neverwinter mit den, Okay, der lebt nicht mehr. Mit der Unterwäsche, die man von Natur aus hat, meinst du? Ja, ich dachte, das wäre wie Neverwinter mit der Kurtisanenkleidung. Da trägt man, das ist noch, sieht man noch den, die Unterwäsche von der Frau. Aber, nein, das ist hier ein Stau, sonst scheint nicht so. Im Weltall gibt es keine BHs, das wissen wir alle. Genau. Im Weltall brauchst du keine BHs. Was? Hast du Angst, dass die runterhängen, oder was? Erstmal finden, dass es in alle Richtungen fliegt. Ja. Revans Tagebuch. Oh, mal geil. Narren auf beiden Seiten. All jene, die die Sternenschmiede nur für eine Waffe hielten, wussten nichts, sie wollten es niemals wissen. Sie ist der Weltensame, solche Macht selbst nur in einem Fragment. Eine Flotte, das habe ich ihr erschaffen, fast lächerlich. Was ist mit ihrem kleinsten Bauteil? Es kann keine Schiffe erschaffen. Ach Gott, Luft, Leben. Es zehrt von der Macht, von der Energie, von Masse und von allem, was zur Verfügung steht. Und es erschafft, das ist der Natur. Es beginnt, wie wir alle begonnen haben, ein Lufthauch, ein Wassertropfen der ersten Kohlenstoffketten. Warum nicht mit Flotten aufhalten, wenn wir vielleicht eines Tages unsere eigenen Galaxien erschaffen können? Ist gut, Revan. Chill mal. Ja, Luft, geht's jetzt zum Levelaufstieg. Gratulation. Aber ich find's genial, weil wirklich die Klamotten, die man am männlichen Figuren im Kartellmarkt sieht, die wird 1:1 übernommen. Ja, das ist allerdings wahr. Und das ist manchmal ein bisschen beängstigend. Ich find's genial. Ich liebe dieses Outfit. Sehr unbeeindruckte Blick schon wieder. Gott sei Dank hässlich. Beraka Karam Kara. Das ist verzensiert. Mhm. Luft wird zensiert. Ihr verschwendet eure Zeit. Revan ist seit Jahrhunderten tot. Bemega Naya Nugan. Ejinim Naya lag umnan Mege. Yang Perluamka. Kalima Naya. Ich spiele was mit Absicht. Nebua Ribok. Naya Narankam.
Kala Amma Nani Mami. Lebig Bark. Wo hat Revan das? Erzählt mir alles, was ihr über den Ewigkeitsmotor wisst. Beginnt mit seiner Herkunft. Nibagak Lamka. Gakyam. Glagnimu Amya Galak. Kam Inu Nemuk. Naja Naya Akam Menig Miraka. Laporam Amka. Mamni Nigag. Nagnaya Mamni. Ich habe Besseres zu tun, als einen lächerlichen Kuss zu trinken. Mengam Gangi. Ich durfte beleidigen. Amnirna Hanak. Manug Meraka Naja. Kinamabam. Yakmanala. Yakmanala. Jukagi ne paninu. Amkambina peknemu kemgram. Mal sehen, was die Würfel sagen. Ich gehe nicht ohne diese Maschine. Ja, Mann! Gimjam Amgam Nemnu. Namgam Bak. Das gehört mir. Zwei gute gestimmt und Bermogam. Hey, du da, macht's wirken. Sonst habe ich immer so ein Problem. Ich darf sonst nicht, ne? Und jetzt darf ich Leute auslöschen. Nehmen wir uns mal ein Stückchen der Sternenschmiede. Verdammt, hätte das böse machen sollen. Warum? Ich wollte ja, wer weiß, ein bisschen zu sehr im Po... Oh, nee, okay, es wird wieder immer fett im Negativ, das kann wieder auf Positiv gehen. Achso, warte mal. Ich möchte so nah wie möglich an Null dranbleiben. Aber, Bermo, weißt du, was mir auffällt? Hä? Neven passt dir vollnis rein vom Outfit her. Du meinst, weil ich kein SM-Fetisch hier auslebe? Sollen wir uns was im Kartellmarkt für ihn aussuchen? Nein! Boah, der kriegt Neven, so du hast 10.000 Münzen, du musst ein bisschen was ausgeben. Der kriegt so die ultimative SM-Party. Nope, niemals. Komm, Bermo, komm, Neven. Komm. Ich behalte die Münzen für irgendwelche anderen Lichtschwerter, die wir irgendwann noch kriegen werden. Eisen! Niemals. Komm her! Brüderlein! Niemals! Bitte! Inakzeptabel! Brüderleinchen! Komm schon! Ad profundis! Tanebris! Nein. Doch. Nein. Doch. Du kannst mich zu nichts zwingen. Doch. Richtiger als du. Kann es. Das erinnert nichts daran. Ich kann dich zwingen. Sterb. Wie willst du das tun? Also, wie war das? Du wolltest nochmal rauf in den Norden? Ich hab's mir gerade anders überlegt. Du wirst so lange und so hart von ihr verprügelt, bis du zustimmst. Das ist einfach... Es gibt Unwahrscheinlichkeiten, Bermo. Aber es gibt Möglichkeiten. Und Unwahrscheinlichkeiten. Aber Möglichkeiten. Sag mal, was soll das denn heißen? Ihr pöbelt mich hier an. Lass mich in Ruhe. Keine Zeit für euch. Nur auf der Durchreise. Wo ist Luke eigentlich schon wieder? Ist voll angegriffen, musste laufen. Verdient. Nein, eben. Ich suche... Bermo, wir müssen den Ewigkeitsmotor abgeben. Wo rennst du hin? Oh nein, es habe mich General verlaufen. General Colvin, ja, das war definitiv meine Idee, die alle abzuschlachten. Es habe mich verlaufen. Es muss wohl unbedingt was im Kartellmarkt für Neven aussuchen. Sonst finde ich den Weg nicht zurück, wenn er nicht ja sagt. Beweg deinen Arsch hier rüber. Nee, es verlaufen. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Da? Seid ihr da? Nimm. Da. Wie schnell reist du mit... Ah, nee, da bist du ja schon. Aber Neven... Stop das it. Das ist mir erst wichtig. Besser niemand. Ist es denn jetzt auch wichtig, dass das Let's Play voranschreitet? Hello, wir können auch so auf Gespräch beginnen, Klickenluf. Fuck you, das ist unfair. I've come to talk with you. Wir haben in Revans Komplex etwas Interessantes gefunden, General. Man kann die Energie förmlich spüren. Was ist es? Eine Art Gerät? Der Gerät! Wow. Okay. Ich habe diese Maschine oh nein. Kommen von Revans fremdartigen Sklaven gefunden. Sie hat alles hergestellt, was sie benötigten. Einschließlich dieser unmöglichen Attentäter-Droiden und Geschütze, vermute ich. Oh, das war auch so nicht zensiert. Diese Nachkommen von Revans Sklaven, die ihr erwähntet, sind die Fremdlinge noch am Leben? Definiere Leben. Ich habe sie vernichtet.
Also schön. Das war nicht, was ich sagen wollte, aber gut. Für uns von Nutzen gewesen wären. Der Imperator wird erfreut sein. Ihr habt lobenswerte Arbeit geleistet. Ich werde diese Maschine auf Drom und Kaas untersuchen lassen. Mit etwas Glück können wir sie zu unserem Vorteil einsetzen. Ja. Welch ansteckender Enthusiasmus. Ich habe gerade ein Hilfegesuch von meinem Kollegen Major Damarus in Netzdienst erhalten. Falls ihr dorthin unterwegs seid, könnte er euch brauchen. Mal sehen. Handschuhe. Die schlechter sind als die, die ich trage. Yay. Stufe 48. Okay, ist hier irgendwo ein Sanitärsdruide, oder? Ein Sanitärdruide ist jetzt da, wo wir hinreiten müssen. Perfekt. Beim Taximann. Beim Taximann. Ja, alles voll. Wie schaffst du das eigentlich jedes Mal? Schrott. Weißt du, selbst ich schaff das nicht. Außerdem hast du gerade sehr viel Ausrüstungsgegenstände bekommen. Ich meine, ich habe 29 von 60 Plätzen voll. Wie um alles in der Welt. Also ich hab noch Geschenke, Pferdengeschenke. Weißt du, ich habe 31 von 80 Plätzen. Mein Tätsdienst. Verwenden Sie sämtliche Produkte nur. Halt den Schrott. Das ist der Transportdruide. Ach, da hinten ist er. So, jetzt hab ich schon ein paar Plätze mehr frei. 49 von 60. Also die Hose ist scheiße, die will ich verkaufen. Das ist schlechter, das will ich verkaufen. Das ist auch schlechter, das will ich verkaufen. Die Handschuhe will ich verkaufen. Ah ja, die Quellzertifikate. MK2 Depot des Visionärszüchtigers. Sekunde. Leben Sie wohl. Dann. Besser. 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 Wollen mit Gefährten geschenken? Ja, ich kann warten. Dann Ted Sehns, ich habe noch nichts verkaufen. Das kann weg. So, es hat nämlich noch ein paar Ausrüstungsgegenstände, die einfach weg konnten. Leben Sie wohl. So, aber ja, jetzt guck, habe ich es auch verstanden. So. Da, öffnen. Okay. Oh, das ist ein paar bessere Sachen dabei. So, wir müssen mal zum koreanischen Sektor zurück, um Halidrill zu retten. Ich muss eben. Ah, 25.000 als Credit-Zertifikat sollte ich vielleicht auch mal kurz loswerden. Was solltest du? Meine 4 25.000er Credit-Zertifikate. So. Ach ja, stimmt. Ja. Das sind noch kurz noch 100.000 Credits auf Tasche. Ich hab mein Bildschirm angefasst und jetzt aus. Warte. Was? Wie? Warum? Bildschirm ist kaputt, deswegen. Hier steht jemand, der heißt Hallo Revand. Hallo Revan, der kommt von der Gilde Connection. Connection. So, jetzt sollte. Jetzt habe ich 35 Plätze frei. Ah, ich habe ein Vibromesser. Miete weg, braucht kein Mensch. Ja. Oh, das gibt mir 1420 Credits. Weg damit. So, Taximann! Die Taxiplattformen sind geöffnet. Rüber zum koreanischen Sektor. Ich wünsche Ihnen einen sicheren kann ich meinen Lagerraum-Druiden eigentlich wieder wegschicken? Oder bleibt der jetzt für immer da stehen, bis ich. Koreanischen Sektor. Wahrscheinlich spawnt einfach irgendwann mal. Der bleibt jetzt da für immer. Kannst du nie wieder entfernen.
und angekommen. Wäre die Resort-Badekleidung nicht was für Neven? Nein. Hallo, hast du Scheiß zum Einlagern? Ja, tatsächlich schon. Wer hätte gedacht? Und einen Teil, was ich mir eben kurz auslagern muss. So. Da man die Kleidung ja quasi kopiert hat, kann man es hier auch eher reinpappen. Upp. Ach so, warte mal, Luf. Siehst du? Ja. Jetzt, wo du es gerade sagst. Ich wollte dir doch beim letzten Mal noch gucken, ob ich dir die Kleidung geben kann. Bleib mal kurz da stehen.